Der Museumstag in Fischament rief wieder einmal, um den Besuchern Tür und Tor zu öffnen. An diesem Tag haben die Bewohner von Fischament die Möglichkeit, viel Interessantes und Wissenswertes über ihren Heimatort zu erfahren, und die Museumsbesitzer freuten sich über den regen Zustrom. Gibt es hier den Museumstag? Was steckt denn da alles dahinter? Im Heimatmuseum zeigen wir hauptsächlich die Geschichte von Fischament, angefangen von ganz alten Urkunden über das Marktrecht von Fischament, natürlich viele alte Objekte und Gegenstände über das handwerkliche Leben und das bäuerliche Leben. Ja, wir haben das Museum von 10 bis 19 Uhr geöffnet und wollen zusätzlich immer ein Rahmenprogramm bieten. Heute hatten wir passend zu unserer Sonderausstellung über das Thema Hochwasser einen Vortragenden aus dem Nationalpark Donau an, der uns eine Stunde lang über Hochwasser und Eisstoß auf der Donau erzählt hat. Was gibt es da alles bei der Sonderausstellung? Also unsere Sonderausstellung läuft unter dem Thema Leben an der Donau, weil das ganz charakteristisch ist für Fischament und weil die Donau das Leben in Fischament und die Bewohnerinnen auch sehr beeinflusst. Und gerade so Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Eisstoß waren immer etwas sehr Prägendes und für die Geschichte von Fischament. Und das wollten wir auch mit dieser Sonderausstellung zeigen. Wie ist sie denn heute angekommen bei den Besuchern bisher? Ja, wir hatten einen tollen Besucherandrang. Gerade jetzt ist das Kinderprogramm zu Ende. Das haben wir natürlich auch passend zu dem Thema genommen. Und wir haben Fische aus Papierrollen gebastelt und Donausteine bemalt. Und da waren auch ganz viele Kinder da und haben sich gefreut über diesen Programmpunkt. Was bewirkt denn so ein Museumstag für so ein Museum wie Ihres? Also ein Museumstag ist so, sage ich jetzt einmal, auch ein bisschen ein Highlight für das Kulturprogramm in Fischament. Es ist etwas Identitätsstiftendes. Also das Heimatmuseum ist sicher etwas Identitätsstiftendes für die Fischermenterinnen und Fischermenter. Wir haben aber auch immer auswärtige Besucher, die dann staunen, was in dem Turm alles gezeigt wird, und der Ausstellungsraum alleine ist schon sehenswert. Heute gibt es hier den Tag der Museen. Was gibt es denn hier alles im Museum der Fotografie zu betrachten? Es gibt angefangen von alten Kameras, Holzkameras über Fachkameras und eben Fotogravüren, sprich Heliogravüren, kolorierte oder normale und ganze Kamerazubehör, also Belichtungsmesser und die alten Negative und die Glasplatten und wie man es macht. Dann. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was ist denn das, wo wir hier stehen? Das ist ein normaler Filmapparat aus den 30er Jahren, geht nach dem Lichtbogenprinzip und mit der Hand zum Drehen. Also muss man gleichmäßig drehen und das funktioniert noch. Das war immer die, wo man dann zu langsam gekurbelt hat. Ja. Sind ein bisschen angefangen hat zum Brennen, was auseinander. Oh. Das hat man eh schon öfters gesehen. Der darf man allerdings nicht in Betrieb nehmen, weil das zu heiß wird und so ein Holzdecken. Und hat die Feuerwehr gesagt, nicht. Und das wechselt immer. Es kommen immer alle Jahre neue Ausstellungen und neue Kameras. Und ganz interessant auf lange Zeit. Das waren so wie bei den Instamatic-Kameras. Ah. Man so reingeben, zugemacht. Da hat man durchgeschaut, Besucher, Blitzaufsatz, da hat man können dann aufziehen, da war die Optik und da war die. Das ist ja genau.